Die Cannstatter Kurve wird zu Teilen gesperrt und kann in Zukunft keine Zuschauer beherbergen, was sich zunächst anhört wie ein unglaubwürdiges Geschnatter von irgendwelchen Online-Medien, könnte nun jedoch zur Realität werden. Aufgrund der kürzlichen Begegnung des VfB Stuttgart in der Champions League Gruppenphase gegen Atalanta Bergamo, wo die aktive Fanszene reichlich Pyrotechnik abfackelte, wurde der Verein nun seitens der UEFA hart bestraft. Neben einer Geldstrafe in Höhe von 77.000 Euro für den VfB wurde auch eine Bewährungsstrafe gegen den Verein verhängt. Sollte es demnach bis zum 21. November des Jahres 2026 zu nur einem einzigen weiteren Vorfall bei einem Heimspiel der Schwaben im Europapokal kommen, sollen die mittigen Blöcke 33 bis 36 der Cannstatter Kurve für ein Heimspiel des VfB Stuttgart gesperrt werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass im Heimbereich des VfB für über zwei Jahre von nun an keine einzige Fackel brennen darf. Dass diese Bestrafung einer regelrechten Farce gleicht, müssen wir hier sicher nicht weiter ausführen. Kommen wir nun aber noch einmal zurück zu jener Geldstrafe, die die UEFA an den VfB Stuttgart kürzlich übermittelte. Interessanterweise setzt sich diese aus 50.000 Euro für den Einsatz von Pyrotechnik sowie aus 12.000 Euro wegen blockierten Aufgängen und 15.000 Euro für eine provokative, beleidigende Botschaft der VfB-Anhänger zusammen. Was auch recht interessant ist, ist die Tatsache, dass die UEFA grundsätzlich nicht mit in ihrem Strafenkatalogen angibt, welche Botschaften oder Transparente konkret sanktioniert wurden. Zu vermuten ist, dass die Bestrafung dem FAC-UEFA-Banner galt, welches in der Cannstatter Kurve im Zuge der Partie gezeigt wurde. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.